Hey, meine Rabauken, Welch, willkommen zu. Wir spielen Phantom. Also, ich bin der Imposter, logischerweise, habt ihr ja gesehen. Oder habt ihr auch nicht gesehen, ja, wie es geschnitten ist? Ne, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Aber seht ihr jetzt an den Totenschädel. Ach ja, muss ja gar keine Task machen. Nur eine klassische Sabotage, wir machen mal ein chilliges Communications. Da sehen die ihre Task nicht, Leute, da kommen die eh nicht klar. Es gibt den Phantom. Der Phantom ist eine Crew. Naja, ist eine Neutral Role, heißen die offiziell, aber es ist quasi eine Crewmate-Rolle. Das heißt, er spielt ganz normal Minecraft, kann Task. Minecraft wahrscheinlich. Kann ganz normal Among Us Task machen und so ein Kram. Hat aber die Fähigkeit, dass wenn er gekillt oder. Also wenn er irgendwie stirbt, wird rausgeworden, gekillt irgendwie, spawnt er als so Halbtoter und muss dann zwei Aufgaben schaffen, ohne von irgendeinem anderen Spieler erwischt zu werden dabei. Dann hat er instant gewonnen und alle anderen verloren. Das heißt, es gibt quasi drei Gewinnerteams. Den Phantom, die Crewmates und die Imposter. Und nur einer von den dreien kann gewinnen. Okay, das ist noch wichtig zu wissen. Das heißt, sowohl Crewmates als auch Imposter müssen dann den... Das heißt, man muss sich echt hier ein bisschen... ich mache mir, denke ich mal, hier auf einen Chillo-Kill. Wenn Jonas mir jetzt entgegenkommt, das ist auf jeden Fall praktissimo. Tschüss, Kollege Schnürschuh. Ich hätte aufpassen müssen, ich habe gar nicht drauf geachtet, das Ding ist jetzt, ob Jonas Phantom war, aber war glaube ich nicht, da ist keine Figur gekommen, wäre mir jedenfalls nicht aufgefallen. Wenn doch, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich kacke. Wir machen mal ein klassisches, es ist ja wirklich meine, also wenn die jetzt nicht komplett doof sind, checken die ja instant, dass ich es bin. Ich gehe mal hier hin, mache jetzt nochmal ein sattes O-Tourino, damit Jonas auch nicht gefunden wird. Versuche jetzt hier auf Secret... Das ist halt nicht so geil. Logo hat mich gesehen. Dieser ist tot und zwar in der Cafeteria im Osten. Das riecht nach einem Self-Report, denn da war diese Aufgabe und du warst gerade mit mir auf dem Weg dorthin und dann bist du dorthin gegangen. Logo, ich würde dich bitten, meine Sprüche nicht zu glauben, sonst gibt es eine Unterlassungsklage. Spaß. Ich habe mal kurz eine Frage. Was macht man, wenn man den Phantom gesehen hat? Callen wir das? Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, dann sollten wir den erwischen, sonst hat er gewonnen. Wir müssen ich hatte im Team aber nichts. Also ich muss ihn killen, aufschlagen. Ich hatte keinen Kill-Button. Ui, Alter. Puh, da wird jemand aggressiv. Mann, ja. Okay, also okay, Phantom lebt, alles klar. Das heißt, Jonas oder Lisa müssen Phantom gewesen sein. Aber kommen wir zur ursprünglichen Frage zurück. Wer ist hier der Imposterino? Nein, ich bin halt einfach hochgegangen zu O2, weil ich halt dachte, dass das... Ach, macht doch keinen Sinn mehr. Also ich war bei O2 oben, hab das gefixt. Oha. Also war gerade dabei. Ich war bei O2 unten und hab das da gefixt. Nein. Wie denn auch? Ich war in dem Raum, was, hä? Was will Laura sagen? Ich hab O2 oben gefixt und da habe ich nämlich den Phantom gesehen. Hä? Ich war oben? Was ist denn das für eine Lüge? Erwischt. Ich war, nein, ich war, warum hätte ich das sonst sagen sollen? Ich war oben. Weil du dumm bist. Ich hab dich auch nicht gesehen, ich hab's gefixt. Ich war aber oben. Ich bin im Hinterher. Alter, Elida. Ich bin das. Achso, ich hab's aber ehrlich gefixt. Ohne Witz jetzt. Also vielleicht war es schon und ich habe es nicht gecheckt oder so, aber ich bin da auf jeden Fall hingelaufen und wollte gerade das Menü öffnen. Naja, machst du nix. Logo, möchtest du vielleicht die Sekunden noch wirklich bis ins allerletzte Mühe ausnutzen oder wie ist dein Na, Fall? Damit das Video 10 Minuten oh, kommt. Oh, Elida! Ich hasse dich, Min. Warum denn? Aber ich habe das Rätsel doch gelöst. Jetzt Phantom. Wo ist der Phantom? Ich sehe ihn nicht. Hä, spawnt er überhaupt hier? Ja doch, safe, oder? Ich sehe keinen Phantom. Ja, moin, wir haben verloren. Der Phantom macht jetzt die Aufgaben und das war's. Oder haben wir den Phantom doch schon erwischt? Hä, verstehe ich nicht. Also ich sehe hier nichts, Leute. Oder spawnt der erst nach 10 Sekunden? Der ist auf jeden Fall 10 Sekunden unsterblich. Hier ist nichts, Leute. Ich sehe keinen Phantom. Mann, nee. Aber das ist eigentlich gut für mich. Einmal. Ja, das kann ich sie ja völlig outplayen. Jetzt warte ich einfach hier, warte bis einer von beiden kommt und kill die. Ja, das Timing war doof, aber es geht eh auf. Hä, sind die doof? Also ich werde das ja nicht reparieren, ich sag's euch, wie es ist. Aber wir können trotzdem noch verlieren, wenn der Phantom hier noch... Hier ist der Phantom! Ich sehe den Phantom! Was muss ich jetzt machen mit dem? Gewonnen! Wie konntet ihr denn das verlieren? Ich habe sogar noch O2 gefixt als Phantom! Mann ey! Was ich auf jeden Fall herausgefunden habe inzwischen, das hat Jonas erzählt, ich bin ja Crewmate, ganz normal, aber der Phantom offenbart sich auch erst, wenn du tot bist. Das heißt, ich kann jetzt trotzdem Phantom sein. Das werden wir erst herausfinden, wenn ich getötet werde oder rausgebortet werde. Also,
Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch eigentlich, weil wir sind. Wartet mal, wir sind 6, ein Imposter. Ein Fünftel, 20% Phantom. Aber wir wissen nicht, es könnte auch sein, dass der Imposter auch Phantom sein kann, tatsächlich. Oh! Ich habe Lisa in Communications gefunden. Hä? Das sieht jetzt aus, aber Lisa lag bei. Lisa lag. Nee, bestimmt ist Lisa Dings, Phantom. Ja, bestimmt. Sie ist doch auch tot, du siehst es doch. Okay. Lisa, also Lisa 1, sorry. Lisa 1 lag bei Communications, ich habe sie reported. Bitte? Ja. Ist das ihr Nachname? Ja, ja. Ah, okay. Ja, safe ist die Phantom Marino. Ah, ich habe nichts gesehen. Aber der Killer muss, weil ich bin von O2 gekommen, das heißt, der Killer muss zu Storage gegangen sein und irgendwie von dort da ein Electrical oder irgendwie Admin irgendwie da. Ja, ich glaube, alle anderen sind gerade O2 oder Weapons. Ich glaube, das hat niemand gesehen. Ich stehe in O2, Elina ist gerade von oben reingekommen und das Logo war, glaube ich, in Weapons. Bei Asteroiden. Wo war denn Jonas? Ja. In Lower Engine. Oh, was ein Zufall. Okay, dann ein Hinweis. Habt ihr gesehen, wie ich am Anfang random im Kreis um den Tisch rumgelaufen bin, weil ich nicht wusste, ob es eine echte Runde ist oder nicht? Wenn ich Imposter gewesen wäre, hätte ich ja da den ersten Kill gleich gemacht. Moment, Elina war doch gerade sus. Können wir darauf noch mal eingehen? Oder? Elina ist in O2 bei mir. Nee, Elina hat nur gelacht, weil das nicht... Aber Lisa ist Phantom, ich sag das euch. Wir müssen jetzt die Augen aufhalten. Ich sag euch, Lisa ist Phantom. Ich bleib... Ah nee, die ist jetzt unsichtbar. Die. Also wenn sie es ist, ist sie unsichtbar die ersten 10 Sekunden. Also full unsichtbar. Man kann sie erst nach einer gewissen Zeit sehen. Ich spekuliere jetzt mal drauf, dass die hier stehen bleibt, was sie nicht tut. Oder sie ist es auch nicht. Das ist natürlich, aber sie ist es safer. Das hat so. Ey, die habe ich doch gar nicht zugemacht. Wer sabotiert das denn? Was ist denn das für ein Käse? Ach so, ich bin ja gar nicht Imposter. Ich war so im Imposter-Vibe. Ich bin es ja gar nicht. Nice, ich habe alle die Task erledigt, aber es hört nicht auf. Du musst Emergency drücken. Ah. Kann ich nicht. Tja, Lisa, hast du nicht geschafft, hä? Schön, dass du dich verraten hast, weil du nicht liest. Die Mod, Leute, die Mod ist hier wieder anders gebrochen, ey. Okay, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass Lisa safe Phantom war und auch raus ist. Und wir haben auch dazugelernt, dass der Phantom es instant schaffen muss, in einer Runde. Das heißt, du killst ihn, er spawnt sofort, muss zwei Tasks machen, zum Emergency reindrücken, dann hat er gewonnen. Das ist ziemlich schwer. Das ist übel schwer. Und sobald irgendwie ein Meeting gecallt wird, oder irgendwie eine Leiche gefunden wird oder sonstiges, ist er instant weg. Moin, Elina. Und das war da. Also wir hatten ja eigentlich einen Anfangstass auf Jonas. Das müssen wir mal kurz im Hinterkopf behalten. Naja, hau ab. Ich wusste es doch! Ich bin nicht Phantom. Also klar bin ich es nicht. Lisa war es ja, aber ich wäre es so gern gewesen. Da! Ah nee, das ist auch ein Geist, Lisa. Boah, ich dachte, das ist ein Phantom. Aber Lisa ist dieses, guck mal, weil sie Phantom ist, ist ihr Geist nur so halb sichtbar. Seht ihr das? Ich schaff das vor Logo, ich schaff das safe vor Logo. Logo schafft's nicht first try. Und. Boom! Wer hat sich first try geschafft? Oh. Hä? Ist er immer noch? Junge. Logo ist aber ja so, ne? Nicht der schnellste. Nicht der Speedrunner unter den Tasks machen. Junge, was habe ich eigentlich für komische Tasks? Ich hab die alle hier zentriert auf dieser linken Seite der Map. Na, Leute. Eigentlich will ich gekillt werden. Ich will gekillt werden und ich will Phantom sein. Wir haben zwar schon Phantom jetzt gesehen in Form von Jonas einmal, Lisa und so weiter und so weiter. Je nachdem, welche Runde ihr im Video sehen werdet. Die Jonas-Runde werdet ihr aber selbst sehen. Imposter nervt hier. Wir können... Zahlenspiel. Stoppuhren bereit. Oh, ich habe so eine schlechte periphere Sicht, Mann. Ich musste die zwei da voll suchen. Ja, Jonas liegt in Admin. Ich habe niemanden gesehen. Ich war mit Lisa in Electrical gerade. Aber sie war vor mir drin. Ich denke, sie hat den Kill gemacht und ist nach Electrical gelaufen. Nee, diese habe ich auch in Electrical gesehen. Holy shit, aggressiv. Ich habe in Storage noch ganz chillig die Kabel gemacht, weil ich ja nicht wusste, dass er da drin liegt.
Hey, wieso sind die Aufgaben gerade zurückgegangen? Ich bin disconnected. Hey, wer ist rausgeflogen? Ja, ich bin rausgeflogen. Ach du, oh ja. Ich fand's schön, wie der Balken einfach zurückging. Und ich habe K2. Logo, du hast das nicht First Try hinbekommen. Das habe ich genau gesehen. Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl, ich habe das gesehen. Weil das stimmt nämlich nicht, weil er da nur da stand und Zeit abgewartet hat. Aber er Imposter ist! Stimmt, könnte sein. Ja, schlau, richtig, wichtig. Alexa, aktiviere das Notfallprotokoll. Ich denke, er hat sich eher eine Flasche Wein gerade reingeballert. Oh, können wir jetzt überhaupt wo? Ah. Oh. Ja, ich dachte, weil Laura. Das waren Konsequenzen, die ich so nicht vorhergesehen habe. Ich schon. Ich wollte niemanden beeinflussen. Oh mein Gott, ey, ich habe ihn doch gar nicht so hart gesasst. So, es könnte sein, dass jetzt hier ein Phantom. Es ist wahrscheinlich, dass ein Phantom jetzt rumrennt, weil es sind zwei Leute tot. Wenn ich wüsste, wo die Phantom-Tasks sind, wird das dann. Aber es wird wahrscheinlich immer andere sein, ne? Das wird mir aber auf jeden Fall helfen. Wir müssen aber. Da muss man sehr Auge machen. Also, ihr habt das ja bei Lisa gesehen. Man ist da fast unsichtbar. Man sieht den nur ganz, ganz, ganz leicht. Sind wir nur noch zu dritt? Wir sind nur noch zu dritt! Oh! Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert auch gerne den Kanal, um nicht zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.